Ach ja. Was ist das eigentlich für beschissene Musik? Oha, na, ich freue mich schon auf die Assassin's Creed oder Assassin's Creed Musik nächstes Mal. Oh, das Spiel macht so einen Spaß. Unbedingt mal reinschalten in das Let's Play. Also die ersten Folgen waren schon mega geil. Ich weiß ja nicht, wie es sich nachentwickelt, aber soweit hat es auf jeden Fall schon mal mega Spaß gemacht. Gut, dann ist das hier an sich ja so schon mal gut. Hier hinten passt das ja auch, wie es mit dem Weg auskommt. Das hier wird ja alles auf diese Höhe gezogen. Hier kommt dann natürlich irgendwie ein anderes Material hin, ist ja klar. Und dann ziehe ich das jetzt im Grunde einfach noch einen Block tiefer, damit es dann auf dem Sand herläuft. Ist das richtig? Ja, ne? Dann läuft es ja eigentlich hier auch rein, sodass hier immer jeder... Ja, doch. Okay. So, das deute ich mir einmal gerade an mit Sand, dann ist das auch eindeutig. Genau. Auch irgendwie komisch andeuten, damit es eindeutig ist. Naja. So, hier treffen wir dann auch schon auf unsere komische durchglaste Höhle. Aber auch das sonst nicht weiter stören. Da kommt ja nachher der Sand wieder drauf. Wobei, es wäre natürlich auch so ein cooles Feature, wenn man da dann drauf gucken würde dadurch. Aber das ist jetzt auch ganz egal. Hab jetzt gerade keinen Bock drauf. Oh, diese Melodien, die ich alle kenne und nicht weiß, wie die Lieder heißen. So, dann... ist das so, glaube ich, schon in Ordnung, ne? Wenn ich jetzt sage, zack, zack, zack und da der letzte Eimer noch hin. So, dann läuft das hier so runter. Man guckt hier halt auf den Sand. Das sieht vielleicht nicht absolut mega awesome aus, aber zumindest haben wir einen weiteren Kontrast. Und wenn hier dann auch noch so ein Weg herläuft, dann ist das, denke ich, schon in Ordnung. Soll wohl schon gehen. So, da kommt dann halt so einer hin. Das hier kommt ja weg für den Weg dann. Richtig? Ja, richtig, ne? Genau, hier kommt dann ja der eigentliche Weg rein. Hier rechts und links halt irgendwie noch irgendwelche Wanddinger. So. Bin nur gerade am überlegen, ob das nicht vielleicht alles noch einen Block tiefer muss. Ich werde einmal gerade anfangen, die Slabs hier hinzusetzen. Sonst geht das nachher nicht auf. Das wäre ja extrem ärgerlich. Also der Weg läuft an sich ja auf dieser Höhe. Das müssen wir sowieso einmal gerade beibehalten. Und wenn es jetzt ab hier höher gehen soll, dann käme das hier so, 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 so. So und so und so und, ja, Moment und, so halt. Genau. Ja, und jetzt guckt man hier irgendwie noch so seitlich aufs Wasser drauf. Die Frage ist, soll das so bleiben oder wollen wir das ändern? Man könnte hier natürlich auch ein schönes Geländer und so hinmachen, aber wenn ich jetzt hier mal noch einen Block vorsetze, oder geht das auch? Ja, das geht eigentlich auch, dann guckt man zumindest nicht mal so direkt vors Wasser. Ja doch, das finde ich gut. Also dahin, dahin und dahin. Dann kommt da einer hin. Und da und da. Und das hier dann einfach bis nach da ziehen. Yay, jetzt geht es, glaube ich, gleich sogar auf. Oh, es wird dunkel, es ist dunkel, oder? Lass ich jetzt die Nacht laufen? Ja, komm, ich lasse die Nacht laufen. Dann rüste ich aber auf jeden Fall mein Schwert aus. Falls mich hier gleich etwas belagern sollte. So, da unten trifft es auf Sand. Das heißt, das da muss auch schon mal raus. Genauso wie... Ach so, das war schon einen tiefer. Wie jetzt? Achso, das da muss. Ne, das passt auch nicht. Irgendwas passt hier jetzt doch gerade gar nicht. Also, das hier ist noch... Warum ist es hier denn 2 zu hoch? Ne, das ist jetzt ja komisch. Ach, weil ich mich nach dem da richte. Ja klar, ich muss mich ja nach dem hier richten. Na. Na. Jo, dann kommt hier unten jetzt so Sand rein. Und hier kommt so der Sand drauf und schon passt es auch alles wieder. Und wenn hier das Wasser drauf läuft, dann wäre es hier an der Kante zum Beispiel, wo dann nachher einer wieder drauf gehört. Genauso wie da vorne. Herr. Muss ich noch korrigieren. So. Gut, jetzt werde ich gerade, weil ich erstmal gerade mega Hunger habe, Brote essen und dann mir mal die Brücke angucken, was da bisher so geschehen ist. Von hier sieht die auf jeden Fall zumindest schon mal ein bisschen mehr befackelt aus. Aber mal gucken, was da so bei rumgekommen ist. Sieht schlecht aus. Wie sieht schlecht aus? Was soll das denn heißen? So, auf jeden Fall hat er sie da schon mal quer gebaut mit einer Kurve. So, einmal dahin. Joa, sieht auf jeden Fall... Naja, also mega awesome ist es jetzt noch nicht, aber es sieht doch schon mal besser aus als vorher. Was mir so gerade am Anfang auffällt, so als allererstes, ich nutze zwar natürlich eigentlich, wenn ich dran denke, immer die Wege, aber es wäre ganz cool... Also wenn ich hier rechts mal gerade runterspringen will oder so, wenn ich hier zum Beispiel, ich mache das ja immer gerade weg und markiere das einfach mit einem Erde oder zwei Erde oder halt auch drei Erde, dass ich da irgendwie noch gerade einmal so kurz hergehen könnte. Das wäre ganz cool. Also wenn ich jetzt einfach nur einmal schnell um die Ecke will oder so,
dass man da irgendwie noch irgendwie einen Weg hat. Ob man irgendwie, kann man auch Steintore machen oder sowas? Ich weiß es gar nicht. Also quasi wie man bei Zäunen ja auch Zauntore machen kann, dann aus den Steinmauern Tore. Sowas in der Art wäre ganz cool. Nur aus Holz. Schade. Wäre natürlich irgendwie auch komisch gewesen, wenn das geht, ehrlich gesagt. Oh, da klopft ein Zombie vor die Tür. Der wird erstmal gefinished. Aber wäre irgendwie auch nicht schlecht, weil ich will auch nicht jedes Mal und immer wieder diese Brücke benutzen, nur wenn ich da in die Richtung raus will. Oh, da oben sind zwei Creeper, die gönne ich mir, glaube ich, auch erstmal direkt. Und so langsam, muss ich sagen, nimmt es hier unten eigentlich Form an. Nachher natürlich das oben alles schick und fein zu machen, bis das irgendwann mal wirklich nach ordentlicher Burg aussieht. Gerade auch die Türme und alles, das zieht sich natürlich noch sehr lange hin. Aber ich denke, wenn das grobe Layout so fertig ist, dass man zumindest schon mal weiß, okay, so sollen die Wege sein, da kommen die Sachen hin, so und so sind die Türme und was weiß ich nicht alles. Das hilft auf jeden Fall schon mal. Gut, so, ey, nee, der da nicht. Lass das auch raus. Genau. Zap, 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 zap. Ach ja, das ist auch so eine Arbeit, die könnte ich auch in diesem Moment auch eigentlich machen lassen. Aber was soll's, die mache ich jetzt gerade selber. Ich will ja auch hier nicht nur als Sklavenarbeiter durchgehen, sondern wenn überhaupt, dann größtenteils als Sklavenarbeiter durchgehen. So, einmal wieder auffüllen. Zack und zack. Na, die kann ich ja schon mal setzen. Geht so wahrscheinlich gerade schneller, als wenn ich erst im Inventar rumwühle. So und so. Und sieht das jetzt absolut toll aus? Nein, das sieht nicht absolut toll aus, weil ich vergessen habe, da überall Sand drunter, Sand drunter zu setzen. Und vor allem, weil es hier oben auch zwei Blöcke sind. Meine Güte, was mache ich denn hier? So. Aha, schon viel besser. Jojo, mach du mal. Sind denn in der Truhe schon wieder keine mehr? Meine Güte, die gehen aber echt schnell flöten. Naja, aber mach ruhig. Gut, so. Werde ich mich nach der Aufnahme auch erstmal direkt um das Thumbnail von Assassin's Creed kümmern. Das habe ich nämlich auch noch nicht gemacht. Und danach kann ich dann aber auch endlich mal kurz aufspielen, da diese scheiß Sachen aus der Truhe holen, was ich schon seit einer gefühlten Ewigkeit vorhatte. Auch schon ungefähr 100 Mal angeboten bekommen, dass das ja irgendwie anders einfach gerade machen kann. Aber ich will das eigentlich... Hab mir da so einen schönen Weg gemacht und so, und dann will ich das auch gerade zu Ende machen. Menno. So, der da weg. Der da weg. Der weg. Und dann noch einen hin. Genau. Sieht es ja schon fast ein bisschen toll aus. Oder? Naja. Toll ist was anderes, aber ich denke mal, dass wenn wir hier noch den dicken Weg hinmachen und da rechts auch nochmal einen kleinen, dann wird das schon in Ordnung sein. Und hier im Grunde genommen das gleiche Spielchen. Ja, sein und... Was war das andere? Dann irgendwas mit sein und keine Ahnung, ja. Wenn es euch interessiert, einfach gerade 5 Sekunden zurückschalten. Vielleicht auch schon 10, vielleicht jetzt sogar auch schon 15, man weiß es nicht so genau. Ist aber auch ganz egal eigentlich. Gut, so, der Mist hier kommt natürlich raus. Oh, hoppala, war das da hinten auch so? Hm? Moment mal, den Sand habe ich hier nur bis da gesetzt. Vorne bündig mit dem ersten. Das ist dann hier bündig und dann hier bündig. Und hier bündig und da bündig. Wenn ich jetzt... Ach so, Quatsch, natürlich. Ja, klar, ich kann es ja so machen und dann so und so. Da überall Sand drauf und schon passt es wieder. Lava. Ja, bei Lava baust du einfach zu, machst bitte eine Fackel direkt davor. Am besten, du hast ja einen Gang ja immer zwei Blöcke hoch. Am besten einfach unten und oben direkt eine Fackel da an die... Schwein. An die Blöcke, wo eben die Lava direkt hinter ist, dann erkennt man das am besten. Hier stand gerade direkt ein Schwein vor mir, what the fuck? Also wie gesagt, am besten einfach da, wo entsprechend... Ach, jetzt habe ich es vergessen. Da, wo die Lava ist, zwei Steine hinmachen und da dann halt Fackeln dran setzen. Meine Fresse. Was will dieses Schwein hier? Verzieh dich, du Schwein, du. So eine Sauerei. So eine Sauerei und Schwein, versteht ihr? Das war gerade nicht mal Absicht. Oha, wie schlecht. Gut. Dann mache ich jetzt auch mal die Slaps. Nein, ich habe nicht genug Slaps. Dann brauche ich ein Crafting Table. Nein, ich habe kein Holz dabei. What the fuck? Wieso? Witz kommt flach. Oh, der ist ja geil. Den kenne ich noch gar nicht. Ich kenne wahrscheinlich auch schon wieder so einige und haten jetzt voll, dass ich den Witz nicht kannte. Aber ist mir jetzt auch egal. Wo klopft denn der Zombie? Der Zombie klopft von innen an? The fuck? Wie ist denn der... Achso, da drin ist es dunkel. Oh, da drin ist ja fette Party. Lol. Okay, da drin sind drei Skelette. Quatsch, drei Zombies und ein Skelett. Wie ist es hier? Auch so schlimm?
Ne, hier ist doch Fackeln, ne? Jo, hier sind zwei Fackeln. Ah. Gut, dann setze ich mal da auch noch eine hin und vielleicht da noch eine und da noch eine. Dann ist ja auf jeden Fall hell genug. Und das da lassen wir diese Nacht dann einfach mal so. Die ist ja auch schon bald vorbei. Gut, dann kann ich aber hier im Grunde schon mal das Gleiche machen. Hier wieder diese Reihe vorsetzen. Bis hier zum Weg. Das da oben kann weg. Dann kriegen wir das doch diese Folge, denke ich mal, sogar schon fertig. Das wäre ganz cool. Oh, ein kopfloser Zombie. Oh, da wurde ich auch gebeten, dem einmal versuchen, oben auf den Kopf zu hauen. Dem kopflosen Zombie, haha. Also dahin zu hauen, wo der Kopf ist. Um zu zeigen, dass, also ich hau jetzt da oben hin und er wird trotzdem getroffen. Genau, das ist auch das Ziel, um eben zu zeigen, dass das eben nur eine Textur ist und der natürlich da, Creeper, trotzdem anzutreffen ist. Und nochmal. Achso, der ist noch, ach doch, er ist tot. Okay, da hinten war noch irgendwo einer. Und da sind auch noch direkt zwei Skelette und alles, also bleibe ich dann mal hier vorne. Jetzt hauen die da schon wieder gegen die Tür, meine Fresse. So, also, das da kommt dann eben mit Sand. Ist das richtig? Ist das richtig? Da unten kommt erstmal Sand hin und da kommt dann Sand drauf. Also muss das da eh noch einen runter. Korrekt. Ich hoffe. Also, da läuft es drauf. Warum sind das jetzt nur vier Blöcke? Ach, Moment, da muss auch noch einer hin, ne? Jo, genau, das geht ja noch einen weiter. Haha. Also, so. Zack. Und da kommt dann auch der Sand hin. Aber warum ist das hier denn jetzt noch alles einen zu hoch? Oder? Ich will das jetzt ja auch nicht dann irgendwie versetzt bauen. Also hier ist dann der erste Sandblock auf zweiter Höhe. Das ist dann diese Höhe. Das ist diese hier. Und das ist dann hier. Ja, okay. Meinetwegen. Kommt mir jetzt gerade zwar ein bisschen... Zombie? Creeper? Creeper? Nein, Erde. Achso. Oh, ich hasse diese neuen Schrittgeräusche. Die hören sich manchmal so an, als würden Viecher ankommen. Und dieses Schwein, das geht mir auf den Sack. Das muss jetzt erstmal sterben. Das doofe Schwein, ey. Dieses dreckige, sauige, schweinige Schwein. So. Wobei mir ist gerade eine Idee genommen. Nicht genommen. Gekommen. Ah, was mache ich denn hier? Und zwar... Moment. Das will ich jetzt ja gerade einmal zeigen. Wenn man hier nicht... das auf Sand setzt, sondern vielleicht auch auf Slabs drauf setzt, fließt das Wasser dann anders oder sieht das dann trotzdem so ein bisschen behindert aus mit diesen Stufen da drin? Das muss ich mal gerade ausprobieren. Also wenn ich jetzt sage, meinetwegen, da soll einer hin, dahin, dahin, wenn ich da jetzt einmal Wasser drauf setze. Achso, dann fließt es jetzt sowieso erstmal seitlich weg. Na gut, ich mache es einmal gerade so, dann sieht man das besser. Nee, sobald es so ist, macht es auch wieder so einen doofen Schritt und dann sieht es irgendwie doof aus. Okay. Gut, dann kommen die weg und dann mache ich da vorne einfach weiter. Aber warum muss das hier jetzt alles zwei Blöcke tiefer? Das passt doch gar nicht. Alles andere muss ich immer nur einen Block tiefer machen. Passt das denn echt mit den Höhen? Also das hier ist jetzt eine unter dem und dann muss hier natürlich die Erde ja eh wieder einen versetzt. Ah doch, und zack, passt es auch. Ja, ja, jetzt passt es, ja. So, und dann noch einen hin. Ja, genau. Okay. Das da auch mit raus. Die Reihe mit raus. Das da mit raus. Und das muss alles raus. Alles raus hier. So. Zack, 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 zack. Wie sieht's aus unten beim Strip-Mine? Hast du irgendwie schon, was hast du so an Erzen und so schon gefunden? Oder bisher nur Steine? Kann ich ja kaum glauben, aber ich frage trotzdem einfach mal ganz vorsichtig nach. Was du haben gefunden? Ja, was denn so an Erzen? Willst du vielleicht mal irgendwie so ein bisschen schreiben, wie viel Eisen oder was auch immer du so gefunden hast halt? So. Zack, zack und zack. Und das kommt dann dahin, dahin und dahin. Jetzt müsste es eigentlich alles passen. 27 Eisen, 2 Gold, 22 Kohle und fast 3 Stacks Redstone. Das ist sehr gut für unseren Redstone-Mangel, den wir hier ja hatten. Okay. Dann kann ich hier im Grunde mit Kies dran bauen. Da kommen die Slabs hin. Hier kann ich mit Kies weiterbauen. Das da ersetzt sich durch Kies. Das heißt, ich brauche jetzt eigentlich aus den Stone Bricks ganz viele Slabs. Und ich brauche noch mehr Kies. Okay, die kann ich ja gerade holen.
Sehr schön, dann kriegen wir das ja diese Folge, naja, fertig zwar nicht mehr, aber ich nehme ja auch gleich sowieso noch eine auf. Also bis Ende nächster Folge kriegen wir das die... Oh, nice, yes, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Ja, ja, im Moment arbeite ich immer noch hier mit dieser Dia-Hacke, wo zwei Fortune, also zwei Glück drauf ist. Das ist ja eh nicht so ganz das Wahre. Da auf jeden Fall dann ordentlich erstmal Spitzhacken verzaubern. So, mit dem Wasser sind wir eigentlich soweit durch. Die Eimer packe ich mal wieder weg. Das verrottete Fleisch, nee, das will ich jetzt gerade nicht selber essen. Das kommt jetzt hier einfach mit zu. Das kann in den Ofen. Das hier verarbeiten. Vielleicht mal so. Wie viel kommen bei raus? Ja, einige, das ist aber gut. Wir brauchen ja auch einige. So. Ach komm, was soll's. Machen wir jetzt gerade nicht alle. Zack, jetzt haben wir hier, keine Ahnung, 5 Stacks oder so von diesen Stone Slabs. So, zack. Was mich auch sehr freuen würde, wäre, wenn du einmal gerade zwischendurch alles, was du bisher gefunden hast, oben einmal irgendwo in die Truhen packst. Entweder alles in eine, die nicht beschriftet ist, oder eben wirklich schön einsortieren. Falls du doch irgendwie einmal in Lava geraten solltest oder so, dass nicht alles gnadenlos weg ist, sondern schon irgendwie zumindest ein paar Sachen dann noch da sind. Das wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Gut. Ja, mit dem Sand bin ich auch durch. Da können die Reste auch weg. 6 Diamanten, das ist doch supi. Oh, und diese... Die Musik ist mir irgendwie ein bisschen zu ruhig. Ich freue mich schon so auf die neue Musik. Gut, so, dann Sticks. Hier sind Sticks. Sticks. Und darum muss ich mich natürlich auch noch kümmern, wie man sieht. Das kann ja so auch nicht bleiben. Kohle. Es hat übrigens einer gefragt, wie ich das denn hinbekommen habe. So à la, ich hätte es gecheatet oder wie auch immer. Dass ich hier oben die Kohleflötze sozusagen in meiner Truhe drin habe. Das liegt ganz einfach daran, dass man zum Beispiel mit einer Hacke, wo... Nee, Fortune ist das nicht. Nee, doch, das ist Fortune, oder? Nee, Fortune ist ja Glück, dass man dann mehr Sachen kriegt. Wie heißt denn das nochmal? Irgendwie Samthandschuh oder so. Ja, genau, Samthandschuh oder Behutsamkeit mittlerweile. Silk Touch auf jeden Fall auf Englisch. Auf Englisch weiß ich es. Damit baut man so bei, ich glaube, bei was denn allen? Bei Diamanten, bei Redstone, bei Lapis, bei Kohle und irgendwie so welchen Zeug, baut man die Sachen eben immer im Originalzustand ab, also so, wie sie eigentlich in der Welt auftreten und eben nicht, dass sie quasi dann die eigentliche Kohle droppen. Ja.